80.000 Liter Wasser aus Sprinkleranlagen fluteten am Freitag das Duisburger Stadttheater. Seitdem laufen die Aufräumarbeiten und die 37 Trocknungsgeräte auf Hochtouren. Doch wenn man sieht, was die Mengen an Wasser im Theater angerichtet haben, dann weiß man, dass die Aufräumarbeiten nicht so leicht abgeschlossen sein werden. Für den Laien sind sie schwer zu erkennen, aber die Schäden auf der Bühne des Stadttheaters sind enorm. Vor allem Stromleitungen in der Untermaschinerie und die Lichtelektronik sollen beschädigt sein. Auch dieses Steuerpult, ohne das keine Vorstellung laufen kann, ist defekt. Rückblick auf den 5. April. Wartungsarbeiten lösten die Sprinkleranlage aus. Der Automatismus war nicht zu stoppen und 80.000 Liter Wasser fluteten das Theater. Der Bühnenbereich, Leitungsschächte und die Unterbühne standen voller Wasser. Caroline Höll, Leiterin der Kulturbetriebe Duisburg, hat den Schreck morgens am Telefon bekommen. Der Schock bei den Mitarbeitern war groß. Die Stimmung unter den Mitarbeitern natürlich erstmal verzweifelt gewesen, weil das ist eine Situation, die man wirklich nicht haben muss. Auf der anderen Seite war hier im Haus eine unheimliche Solidarität. Die Instrumente mussten ja geborgen werden, da haben wirklich alle mitgeholfen. Und als die Feuerwehr so schnell da war und auch wirklich so schnell erfolgreich da hier war, da waren wir natürlich alle total froh. Dass Samstagmorgen bin ich hier reingekommen und es hat im ersten Moment konnte man wirklich nicht sehen, dass wir so eine Katastrophe am Tag vorher hier hatten. Wissend, dass wir immer noch nicht absehen können, was jetzt alles an Schäden ist, weil wir das alles noch untersuchen müssen. Diese Untersuchungen werden derzeit durchgeführt. Auch die Trockenarbeiten und die Schadensbegrenzung laufen noch auf Hochtouren. Die Maschinen stehen den ganzen Tag nicht still. Die Ursache für den Schaden zu finden ist sehr schwierig, meint Jürgen Kugelberg, Geschäftsführer vom Immobilienmanagement Duisburg. Wir sind immer noch dabei, das zu überprüfen. Sie sehen ja, wenn Sie sich hier umschauen, Technik ohne Ende. Und da ist es sehr komplex, dort die Ursache dann genau herauszufinden. Also man kann zunächst mal sagen, dass die komplette Technik betroffen ist. Wie hoch dann der Schaden ist, das können wir noch nicht sagen, weil wir dort erst noch die Sachen überprüfen und durch Gutachter einschätzen lassen. Allzu schnell kann man mit der Eröffnung des Theaters aber nicht rechnen. 2 bis 4 Wochen soll die Überprüfung noch andauern. Danach kann man erstmal einen Sanierungsplan sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller Hinsicht erarbeiten, weil wir gehen davon aus, dass der Schaden immens sein wird und wir müssen ja die Gelder auch erstmal bereitstellen können. Wann das Theater wieder eröffnet wird, weiß derzeit niemand. Schwere Zeiten für die Duisburger Theaterkultur. Für den April sind erstmal alle Veranstaltungen im Großen Haus des Theaters abgesagt. Ja, über die Folgen vom Wasserschaden im Theater Duisburg spreche ich jetzt mit unserem Kulturdezernenten Thomas Krützberg. Hallo Herr Krützberg, schön, dass Sie heute bei uns sind. Gerne. Herr Krützberg, wir haben gerade die Bilder gesehen, den Schaden, den das Wasser angerichtet hat. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie zum ersten Mal im Theater standen und eben gesehen haben, was das Wasser da angerichtet hat? Also mir ist schon vorher durch den Kopf gegangen, das wird eine schreckliche Situation für uns werden, wenn man um 7:15 in seinem Büro angerufen wird und ein Kollege aus dem Theater sagt, Chef, wir haben hier einen Wasserschaden, dann weiß man, das kann kein Überfließen von irgendeinem Rohr gewesen sein. Und er hat auch gleich die Menge des Wassers genannt. Und ich bin zwar kein Techniker und auch kein Baumensch oder so, aber als der Kollege mir sagte, dass über 1000 einzelne Stromschaltkreise, die Untermaschinerie, die Obermaschinerie und die gesamte Bühne mit Strom versorgen, voll geflutet worden sind, dann war mir schon klar, dass wir das Stadttheater, den großen Saal, in den nächsten Wochen mit Sicherheit nicht mehr bespielen können. Mhm. Das Theater ist Bühne für die Deutsche Oper am Rhein, ja. Für das Ballett am Rhein, für das Schauspiel, für die Duisburger Philharmoniker. Was bedeutet jetzt dieser Schaden für Duisburgs Kultur und für die Bürger? Ja, es ist schon, es wird sich auswirken, aber ich habe die große Hoffnung, dass es sich nicht ganz so katastrophal auswirkt. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich die Brandmeldeanlage für den großen Saal wieder in Betrieb zu nehmen. Der große Saal selber hat keinen Schaden genommen, weil der eiserne Vorhang, der die Bühne vom Saal trennt, runter war und deswegen kein Wasser rauslaufen konnte. Das heißt, die ganze Bestuhlung ist unbeschädigt geblieben. Und sobald die Brandmeldeanlage wieder läuft, können wir im großen Saal auch Aufführungen konzertant anbieten. Wir sind in Gespräch natürlich auch mit den Kollegen aus Düsseldorf, mit der Deutschen Oper am Rhein, aber auch mit dem Kulturdezernenten dort, mit meinem Kollegen, dass wir das Düsseldorfer Opernhaus als Ausweichspielstätte nehmen. Wir haben die Mercatorhalle, in der wir auch
verschiedene Veranstaltungen machen können. Gleich jetzt am 27.04. wird eine Aufführung unserer Schlaginstrumente dort stattfinden, unserer Schlaginstrumentmusiker dort stattfinden. Und der große Vorteil, und da freue ich mich sehr und bin auch sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen von den Kulturbetrieben, es ist gelungen, unser Opernfoyer und das Foyer 3, also die Spielstätten, die anderen beiden Spielstätten im Haus, in Betrieb zu halten. Das heißt, dort werden alle Veranstaltungen, auch morgen zum Beispiel und Samstag, die Theateraufführungen, die dort angekündigt sind, stattfinden können. Daneben gibt es auch über die Stadt hinaus eine Solidarität. Der Geschäftsführer des Theaters am Marientor hat mir seine Spielstätte in den spielfreien Zeiten angeboten. Ich habe Angebote aus Mülheim, ich habe Angebote aus Oberhausen. Also es gibt eine große Solidarität innerhalb der Kulturszene in Duisburg, aber auch darüber hinaus. Das hört sich an, als würden gar nicht so viele Stücke abgesagt werden müssen und dass man auf viele Spielorte auf jeden Fall ausweichen kann. Es werden schon Stücke abgesagt werden müssen. Also die großen Stücke, die Stücke, die für den großen Saal für April geplant sind, die werden nicht stattfinden können. Wir sind gerade in der Überlegung, Anfang Mai haben wir 5 Aufführungen der Götterdämmerung, ob wir die konzertant in der Mercatorhalle aufführen. Das wissen wir aber noch nicht. Aber es gibt auch Ausweichmöglichkeiten und sobald wir die nutzen können, werden wir das auch machen. Mhm. Haben Sie denn schon mit anderen Leuten aus den Theatern und mit den Künstlern vor allem gesprochen? Was sagen die so der ganzen Situation? Ja, am Freitag war ich da, als der Raum mit den Schlaginstrumenten ausgeräumt werden musste. Und ich will nicht sagen, dass die Musiker und die Philharmoniker und auch die anderen Mitarbeiter den Tränen nahe waren. Aber der eine oder die andere war es bestimmt. Weil das ist schon eine Katastrophe, wenn man sieht, dass man seinen Beruf an seinem normalen Arbeitsort jetzt erstmal für eine gewisse Zeit nicht ausführen kann. Freitag war der Schock sehr groß. Man wusste, hier ist was Fürchterliches passiert. Jetzt müssen wir gucken, in Ruhe zu analysieren, Seriosität vor Geschwindigkeit und zu gucken, wie wir die Spielstätte möglichst schnell wieder spielfähig kriegen. Die Stücke für April, hatten Sie ja gerade gesagt, die müssen abgesagt werden. Im großen Haus. Was ist denn jetzt mit den Leuten, die schon Karten haben für die Stücke? Also da gibt es klare Ansagen. Die Abonnenten, die wir haben, haben wir schon letzten Freitag alle abtelefoniert und haben ihnen die Möglichkeit zum Umtausch, Gutschein und Ähnliches geboten. Und die Menschen, die nicht Abonnenten sind, sondern sich eine Einzelkarte gekauft haben, können sich bei uns an der Theaterkasse entweder auch die Karten umtauschen oder einen Gutschein einlösen. Eine genaue Schadenssumme ist ja noch nicht bekannt. Wenn die aber jetzt bekannt, also irgendwann bekannt wird, weiß man schon oder wer wird die Kosten tragen müssen? Also es ist, hat der Kollege Kugelberg ja gerade in dem Bericht gesagt, es ist im Moment die Frage, war es ein Handwerkerfehler oder war es ein Fehler in der Anlage? Deswegen haben wir auch nicht nur die Handwerkerfirma, die die Wartung durchgeführt hat, sondern auch die Firma, die uns die Brandmeldeanlage hingestellt hat, darauf hingewiesen, dass wir die Versicherung von Ihnen in Anspruch nehmen werden. Sie haben auch beide dies schon bestätigt, haben ihre Versicherungen informiert, aber ich glaube nicht, dass das ein Prozess wird, der innerhalb kürzerer Zeit abgeschlossen wird, denn wir haben hier einen immensen finanziellen Schaden, der aufgewandt werden muss. Wie geht es denn jetzt weiter, würde ich gerne zum Schluss noch fragen. Wir müssen jetzt jeden einzelnen Kabel, der im Theater betroffen worden ist, überprüfen. Wir müssen jeden einzelnen Scheinwerfer überprüfen. Wir müssen die Untermaschinerie überprüfen. Wir müssen die Obermaschinerie überprüfen. Die gesamte Technik des Hauses, und die, von der lebt ja das Haus, muss überprüft werden. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Und dann werden wir, ich schätze, wir hatten die letzten 3 Tage Gutachter da, die uns Hinweise geben können. Und wir wollen diese Gutachten bis Mitte nächster Woche ausgewertet haben. Und dann können wir vielleicht schon einen ersten Blick geben. Aber ich halte nichts davon, scheibchenweise zu sagen, ja, vielleicht in 2 Monaten, da muss man sagen in 4 und dann in 6. Sondern wir wollen erst gucken, wie ist der Schaden tatsächlich und wie können wir ihn beheben. Und wir hoffen einfach, dass das Theater ganz schnell wieder bespielbar sein wird. Ich erstmal. Ja, glaube ich. Danke, dass Sie heute bei uns waren, Herr Kreuzberg. Gerne.